Bis dann kann ich die imperialen Truppen schon mal den Anblick gewöhnen lassen, mich im Turm zu sehen. Ja, nee, ist klar, ne? Eines Tages werde ich Imperator sein. Ja, du kleiner Poser. Ja, nee. Glaubst mir das nicht? Ich quetsche mich da mit dir drauf, ne? Mir aus? Auf meinen Schoß ist Platz. Okay. Yay. Dann regieren wir das Imperium halt gemeinsam. Ja. Und Arne ist unser Leibwächter. Ich mich frage, wozu bräuchten wir Leibwächter? Zum Kartenspielen, zu zweit ist zu lang. Na nee, ist klar, Müda. Ist klar. Was der Mensch braucht, dann braucht er halt, ne? Also zur allgemeinen Belustigung, oder wie? Nein. Du brauchst die Kameraden. Ach, wir haben doch Wett. Cam kann super jonglieren. Ja, nee, ist klar. Glaubst du mir nicht? Nein. Kann er nein, aber. Nein. Woher weißt du das? Er kann mit Totenschädeln jonglieren, das ist fast dasselbe. Nee, die müffeln so. Das ist nicht schön. Nein, nein. Na gut, dann Dronikus Revell kann singen. Was? Das will ich gar nicht wissen. Warum nicht? Ist doch ein netter Kerl. Nein, nein. Yay. War das Anne? Nee, das war eine Kurumi. Okay. Ich Anne, du immer hast noch dich aber sehr verändert. Na nee, ist klar. Ja. Ja. Der Rock steht dir jetzt plötzlich. Wieso? Ich hab Rock an. Deswegen ja. Na gut, das ist ja doch nicht. Wo ist er hin? Bei mir wird er ganz in der Nähe angezeigt, aber. Ja, ich bin gerade bei euch vorbeigeflogen. Ach, 1 zu 4. Ja, hab ich doch gerade gesagt. Nee, 1 zu 4. Ja, ich fliegst du einfach vorbei. Ja, und wenigstens nicht mal. Ja, genau. Doch, hab ich. Ja, nee, da, ihr habt das nicht gesehen, so. Ich hab aber in den Himmel geguckt. Hab schon einen steifen Nacken. Ja, und ich hab das Schönste von all dran gesehen, mich selbst. Nein, nee! Ist Alter! Klar, ist Gummistiefel an, Alter! Ei, 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 ei. Ich bin der ultimativ gut aussehende Hauptcharakter hier, also. Ja, nee! Glaubst mir nicht, ja? Sag mal, muss der eigentlich von der weiblichen Jungfrau geküsst werden? Arne, gib ihm einen Kuss. Nein, nee. Nein, nee. Ihr könnt losfahren, ich bin da. Okay. Ja, Marco kann mich gern küssen. Das ist meine. So. Ja und? Ist doch nur ein Kuss. Ein Schmatzer unter Freunden. Na gut, schauen wir mal. Okay, irgendwo soll es eine Höhle geben. Ein Haufen Verbrecher scheint auch. Oh. Schauen wir doch mal. Ja, hier könnte es hochgehen. Kilik-Schwärme. Ja, das ist die richtige Stelle. Okay. Hey, wo sind die Kiliks? Hier ist gerade einer hoch runtergekommen, deswegen.
Ach, da sind ja welche. Arne hat mal wieder sein Zeigefinger und gar nicht Kontrolle. Hab ich schon! Ich wollte jetzt gerade daher. Ich weiß schon, dass die Kelix unter Artenschutz steht. Ich sehe keine Gegner oder keine Viecher. Hey, die Steine sehen cool aus. Das sind keine Steine, das sind Kokons. Okay, ich nehme alles zurück. Die Kelix sind Insekten. Ja. Das sind quasi ihre Bienenstöcke. Ja, super. Als ich noch gedacht habe, sie wären Steine. Wenn du das schon eklig findest, die können andere Spezies assimilieren. Oh, was? Ja, man kriegt dann pechschwarze Augen und ist dann Teil ihrer Schwarmintelligenz. Okay. Wie das Antennenmädchen bei den Guardians. Ja, so ungefähr. Ohne Antenne. Kann ich glauben, dass ich den Namen vergessen habe? Mantis. Ja, genau. Okay. Sie heißt so, wie sie aussieht. Okay. Never mind. Ja, na dann, Ladies first. In den Insektenbau. Ja, super. Immer habe ich irgendwie mit Polykoiden, Insekten, Alter. Ja. Super, sehr starrieren kann. Die Käfer mögen dich. Na super. Aber ich weiß zumindest, wie sie zu dem Namen kommen. Aha. Die Höhle wurde von dem Berliner entdeckt, der hat sich gesagt, oh, die Kille. Der Nita. Nee. Die killern gerne. Sind wir ja richtig drin? Ja. Ja. Okay. Frag mich nur, wie ist der Yeti hier durchgekommen, ohne angegriffen zu werden? Hm. Mit seiner Macht durchgeschwebt und am Deckenrand. Räuber mich immer blenden müssen. Nicht nur sie. Ah! Ich. Ja, die sind so hässlich, meine Augen können das nicht ertragen. Mensch, sind wir mal da. Guck halt auf dem Map. Mir auch noch Baseball gespielt. Der Kerl hat mich gerade nicht dem geschleudert. Ich glaube, ich sehe den Jedi. Du, ich auch. Guten Tag, Sir. Es ist eine Ehre, Sie kennenzulernen. Hallo.
Netter Trick, Seth. Rehanna dazu zu bringen, mich herzurufen, als gäbe es einen Notfall. Ich fasse es jedoch eher als Beleidigung auf. Wo ist Rehanna? Ihr habt euch keine Mühe gemacht, eure Falle zu tarnen. Sie hatte keinen Nutzen mehr für mich. Für euch vielleicht nicht, das stimmt. Doch euer Geschäft besteht aus Selbstsucht und Mord. Ich kann es nicht zulassen, dass dieses bösartige Artefakt in Sith-Hände fällt. Im Gegensatz zu euch habe ich meine Prinzipien. Dieser Mord wird mir große Freude bereiten. Das Licht wird bestehen, Sith. Selbst gegen eine so finstere Dunkelheit, wie ihr es seid. Hey, es gibt nur einen, der meine Schwester umschubsen darf. Der bin ich. Hey. So. Das war's. Sith, bitte entschuldigt die Störung. Ich hoffe, dass euer Treffen mit Lady Rist gut verlaufen ist. Ich denke, das bleibt mein kleines Geheimnis. Ich bedauere diese Störung wirklich sehr, aber wir stecken in ernsthaften Schwierigkeiten und ihr seid vielleicht die Einzige, die uns helfen kann. Wie kommt ihr darauf, dass ich Zeit für eure Probleme hätte? Würdet ihr euch meine Bitte wenigstens anhören? Ich würde eure Zeit ganz sicher nicht beanspruchen, wenn es nicht wichtig wäre. Ich habe erfahren, dass das Haus Organa einen Vergeltungsschlag für euren Überfall auf das Haus Alde plant. Unser Spion berichtet, dass Organa einige Jedi aufgestellt hat, um das Haus Tul anzugreifen. Ich habe Urtel und seine Sith geschickt, um dem nachzugehen, aber sie kamen nicht zurück. Komm, sag ja. Ihr hättet mich sofort fragen sollen. Ich wollte mich nicht aufdrängen. Ich konnte ja nicht ahnen, dass Organas Jedi so stark sind. Ihr müsst Organas Jedi noch im Haus Organa ausfindig machen und sie vernichten, bevor sie zuschlagen können. Ich flehe euch an. Ich würde es auch begrüßen, wenn ihr herausfinden könntet, was Urtel und den anderen Sith widerfahren ist. Aber die Jedi haben oberste Priorität. Hallo. Oh. Es wird keine Überlebenden geben. Hab Dank. Ich kann euch versichern, dass das Haus Tul sich erkenntlich zeigen wird. Auch das Haus Tul besitzt eine Schatzkammer im Elysium und der Schlüssel gehört euch, sobald unsere Sicherheit gewährleistet ist. Das Haus Organa rechnet sicher mit einem Angriff und wird schwer bewacht sein. Beeilt euch. Ich weiß nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Ach. Haus Organa wird nicht mehr so gut bewacht sein, sobald wir da waren. Die Killix sind wohl jetzt vom Aussterben bedroht. Ja, zu Recht. Ach, die sind ganz nett. Nein. Gut, jetzt haben wir alle drei wohl wieder dasselbe Ziel. Yay. Ja. Dann. Ja. Ha, daneben, daneben.
Okay. Ich denke, ich weiß jetzt, wo es lang geht. Und wo? Ups. Verdammt. Nicht da, wo du bist, Misa. Ja, ich hau ja schon ab. Ich laufe. Jetzt wie du läufst. Weil ich runtergeschossen wurde. Was? Sollen wir dich abholen? Nee, nee, alles gut, alles gut. Okay. Dann glauben wir es mal. Ach ja. Das ist also Haus Organa. Ja, schick aus. Alle tot. Also die Soldaten von Organa halten nicht viel aus. Halt keine Qualität. Er ist die andere Treppe runtergegangen, um uns in den Rücken zu fallen. Oh, ein Jedi! Der war auch nicht so alt. Ja. Da ist ja noch einer. Auf zu Jessas Eltern. Yay. Hey, hier ist eine Stadt umgekippt. Mit uns legt sich besser niemand an. Zu Ebene 2. Ja. Dann weiter. Ich werde euch noch so sehr hinterm Tisch verstecken, ich komme trotzdem mal. Halt.
ich würde sagen, die haben genug. Dann schauen wir uns die ganzen Leute mal an. Einfach der coolste. Nein, General Giselle hat die Wahrheit gesprochen. Ein Sith ist hinter uns her. Männer, zu mir. Es wird einen Kampf geben. Ach, wirklich? Ich hätte nicht gedacht, dass es ein einzelner Angreifer an der ganzen Schlossverteidigung vorbei bis hierher schafft. Ich töte jeden, der mir in die Quere kommt. Merkt euch meine Worte. Ich werde euch aufhalten, Sith. Ihr werdet Parvin und Gregor kein Leid zufügen, das schwöre ich. Darauf würde ich lieber nicht schwören. Bitte, wenn wir wirklich der Grund für all diese Toten sind, möchte ich wissen, warum. In Ordnung. Sagt, was ihr zu sagen habt, Sith. Aber ich gehe nirgendwo hin und ich werde sie beschützen, koste es, was es wolle. Es wird mir Spaß machen, euch mit der Wahrheit zu konfrontieren. Bitte kein weiteres Blut vergießen. Wenn ihr etwas von uns wollt, bin ich einverstanden, euch anzuhören. Gregor, das muss mit Jessa zu tun haben. Ich weiß es einfach. Gebt ihr einen Preis. Jessa muss ihre Machtsensitivität von euch haben. Ich wusste, dass sie nicht mit dem Jedi abreisen soll. Jetzt wird sie vom Imperium gejagt. Sith, Jessa war unser Leben. Sie sollte in das Haus Organa einheiraten, damit wir nicht länger Diener sein müssten. Als sie uns verließ, gaben wir diesen Traum auf. Wir haben seitdem nichts mehr von ihr gehört. Uns wurde gesagt, dass wir sie wahrscheinlich nie mehr wiedersehen würden. Wir sind einfache Diener. Was könnt ihr von uns wollen? Ihr werdet meine Nachricht an Jessa sein. Alles? Alles, was ihr wollt, ist, dass wir ihr eine Nachricht überbringen? Nein, Gregor. Unser Tod soll die Nachricht für Jessa sein. Hört auf eure Frau, Gregor Wilson. Ihre Erklärung entspricht wahrscheinlich der Wahrheit. Bitte, Sith. Gibt es keine Möglichkeit, unsere Leben zu verschonen? Mir fällt keiner ein. Nein. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Sith jemanden so schnell tötet. Ich hatte keine Zeit einzuschreiten. Ich war schon mal schneller. Mein Ego hat mich unvorsichtig gemacht und zu ihrem Tod geführt. Das kann ich nur wieder gut machen, indem ich an euch Gerechtigkeit walten lasse. Also deine Schuhe, nur euer Zaum kann mich vernichten. Lasst ihn raus. Ja. Meine Schande muss ausgelöscht werden. Ich habe ihn auch noch bekehrt. Er wird zwar nicht überleben, aber hey. Ja, wie kriegt den Pass hin, Meister Wollreiter, oder wie er heißt. Oh, ist er schon tot. Oh. Ja, plündern wir gemeinsam seine Leiche, genau. Ach, schon wieder ein Anruf. Ah, mein Schüler. Der Sith Fimbres, der gerade bei Yukendo ist, konnte mich direkt zu dir durchstellen. Ausgezeichnet. Was ist der Stand der Dinge? Man hat mir von deiner Suche nach Jessa Wilsams Familie berichtet. Und ich bin etwas beunruhigt. Kein Grund zur Sorge. Ich habe ihre Eltern getötet. Oh, ich verstehe. Man hat mich über deinen Status falsch informiert. Es ist also alles in Ordnung. Gut. Die Padawan-Schülerin wird sich zweifellos schon vor Schmerz winden. Du übertriffst meine kühnsten Erwartungen an dich und beweist, dass du auf meiner Seite stehst. Was meine Empfänglichkeit für Yukendos Geschwätz über dich nur umso lächerlicher macht. Erzählt ihr mir jetzt, was diese Made gesagt hat oder nicht? Kendo hat unter anderem gesagt, dass du eine Explosion verursacht hast, bei der mehrere Thul-Würdenträger getötet wurden. Das war seine Tat, nicht meine. Hm. Es muss sich politisch für ihn lohnen, wenn er seine Rolle dabei leugnet. Kendo sagte auch, dass du den General der Organa-Truppen hättest töten können, sie aber verschont hast, was dich zum Verräter machen würde. Das ist gelogen. Ich habe sie getötet.
Ich fühle keinen Verrat. Ihr seid meine Zeugen. Alles, was mich interessiert, ist, dass deine Mission abgeschlossen ist. Wenn der Preis stimmt, ja. Wow. Ich habe keine Verwendung. Darfst weiterleben. Stimmt da der Preis? Bestrafe ihn. Er ist hier beliebt. Wenn es nach mir ginge, müsste er teuer bezahlen. Sieht aus, als wäre es Zeit für Schmerzen. Tu, was du tun musst, aber sei schnell. Im Moment ist nichts wichtiger, als die Bedrohung durch Jessa Wilsam auszuschalten. Gehab dich wohl, Schüler. Interessant. Mein Zorn hat mich stärker gemacht. Gleich ja, geht's besser. Sobald wir fertig sind, werden wir Duke Kendo mal gegenübertreten. Yep. Vor allen Dingen treten. Ja. Mehrmals. Gut. Schauen wir doch mal, was als nächstes kommt. Mhm. Entweder du oder Arne. Wieder mal die Qual der Wahl. Arne. Okay. Okay. Dann lauf mal voraus, großer Kopfgeldjäger. Hey, wo war denn das Alter? Ja, passt doch. Er muss jetzt den Durastall Duke jagen und ich muss gleich einem Duke in die Eier treten. Passt. Das wäre ja richtig gewesen. Ja, nur mit der passt noch etwas weiter. Ja, das ist doch etwas. Oder? Nee, immer noch. Was nicht weiter, hier? Oder? Nee, nicht hier. Verdammt. Ach, raus aus dem Haus. Oh. Hallo, Miss Jedi, wir wollten noch ein paar spazieren gehen, ich schwöre. Welchen? Ich bin gerettet daneben im Park. Im Südpark. Yep. Echt gut. Echt gut, wenn das. Legt sich besser niemand an. Eigentlich hätte ich jetzt auch Arnold mein Schwert zerteilt, aber na gut. Nee, ist klar. Nein, nur ich hab's geworfen, das ist durch dich und den Jedi geflogen, also. Ach so, nicht gemerkt. Ah. Dafür, dass du dir zwei Hälften geteilt, wurdest du dich noch sehr gut aus. Oh, mein, ich bin noch gerade. Ach, da ist. Ach, viel Stück. Fallschirmjäger? Nein, die kommen von oben gerade. Ah, toll. Ja, und jetzt sind sie ganz unten. Ich glaube, ich bin falsch. Kann das sein? Ja. Ja. Ich muss noch etwas weiter. Okay. Ich hab euch vorhin irgendwie verloren. Dann. Okay. Wo seid ihr denn hin? Ah, da wo es grün leuchtet, ne? Nee. Nee, nicht dran, noch hoch. Ah, okay, aber das war wirklich klar. Weil da Gegner waren, hab ich mir gedacht, da können wir nicht lang, das kann denn sein. Nee, die sind schon wieder da. Oh lol. Schneller als die Bullerei. Jetzt kommt die Jedi schon wieder her. Und schnell, Viecher. Ja. So, jetzt aber. Dann auf zu Arne. Oh, so schick aus hier. Bin ich mal auf den Durastall Duke gespannt hier. Jo.
Vielleicht ist er ja der Erfinder der Dura.